Dir voran, Katzenschau, das erste Video, seitdem ich entsperrt bin. Wir gucken Tomatolix, das passiert, wenn du MDMA nimmst, und ich würde sagen, let's go. Also gerade ballert es auf jeden Fall ziemlich gut, glaube ich. Ich bin gespannt, was ich hier nachher was zusammenschneide. Ey. MDMA gehört nach Cannabis und neben Amphetamin zu den am häufigsten konsumierten illegalen Drogen in Deutschland. MDMA ist ein Stimulantium, was aber einen ganz besonderen Wirkcharakter hat. Ganz klassisch ist so das Gefühl, dass man die anderen Menschen, die um einen rum sind, auf einmal ganz furchtbar nett findet und einen besseren Zugang quasi zu denen findet oder zumindest das Gefühl hat, dass denen so ist. In den Nachrichten gibt es immer wieder Meldungen über Todesfälle im Zusammenhang mit MDMA. Demnach kann bereits der Konsum von nur einer Pille tödlich enden. Aber Studien belegen, dass MDMA auch ein großes therapeutisches Potenzial hat. In den nächsten Jahren könnte es schon als Medikament erhältlich sein. Ich möchte herausfinden... Bruder, ich glaube, ich bin krank. Ey, da kann ich nichts für. Finden, wie gefährlich MDMA wirklich ist, wie es wirkt, wie sich so ein Rausch anfühlt und wie es in der Medizin eingesetzt wird. Hatte schon mal auf einmal einen richtigen Badtrip, wusste auch nicht, dass das geht. Hatte ich auch bisher noch nie. Werden könnte. Dazu mache ich das Selbstexperiment. Und aber ich glaube, generell bei Drogen kommt es halt auch einfach viel so auf das Setting und so weiter an. Also ich würde das, ich weiß ja nicht, wie du es gemacht hast, ich würde das ja zum Beispiel auch nie nehmen, wenn ich jetzt todesunglücklich wäre oder so, weil, keine Ahnung, dann ist die Chance, dass halt irgendwas passiert, natürlich auch viel, viel höher. Ich habe ja auch mal schon mal LSD genommen zum Beispiel, da hatte ich zwar auch keinen Bad Trip, aber es war schon nicht cool, so, es war schon eher ein unangenehm, deswegen, das rühre ich auch nicht mehr an, das Zeug, das ist halt vorbei, weil auch einfach, das Setting war einfach kacke so, ne, und da hat man dann aber sich vorher wenig Gedanken gemacht und hat erst beim Dingsen dann gemerkt, so, jo, ist eigentlich gerade gar nicht so geil, danke für die 1000 Bits, Finny Boy. Ich werde selbst einen MDMA-Trip erleben. Aber auch toll, Digga. Ich habe 5-mal in meinen Videos gesagt, dass ich mit ihm nehmen will, Digga. Und dann nimmt er das alleine. Mischt die Drogen nicht mit Alkohol. Also generell sollte man eigentlich keinen Mischkonsum machen, sondern sich... also man sollte generell keine illegalen Drogen nehmen. Das ist schon mal das Erste. Vor allem nicht, wenn ihr minderjährig seid. Aber wenn man etwas nimmt, dann sollte man das nicht mischen. Entspannt euch am Abend mit einer Droge, zum Beispiel Alkohol. Dann nehmt nur Alkohol und nicht um 3 Uhr besoffen, wenn einer sagt, willst du am Joint ziehen? Dann sagt ihr nicht ja, dann sagt ihr nein, ich habe heute Alkohol getrunken. Dieses Video wird von meinem heutigen Werbepartner Zaster ermöglicht. Mehr dazu später. Vielleicht klären wir erstmal. Ja, Digga, Zaster muss ich auch so denken. Ja, Mann, Digga, geil, Alter. In einem Video, wo es um Ecstasy geht, Alter. Bruder, da bin ich drin. Was ist MDMA eigentlich? MDMA steht für die chemische Verbindung Methylendioxymethylamphetamin und gehört zu den Stimulantien. Es ist vor allem als Partydroge bekannt. MDMA wird oft mit Ecstasy gleichgesetzt. Das stimmt aber nur bedingt. In vielen Ecstasy-Pillen ist tatsächlich MDMA enthalten. Oft findet man darin aber auch andere Substanzen oder Streckmittel. Wann der erste Mensch MDMA konsumiert hat, weiß man heute nicht genau. Aber ja, dass es in Deutschland aber auch entdeckt raus, wurde. Ja. 1912 wurde MDMA zufällig von einem Mitarbeiter der Firma Merck in Darmstadt hergestellt. Damals wusste aber noch niemand von der berauschenden Wirkung der Substanz. Einige Jahrzehnte später entdeckte das amerikanische Militär MDMA bei der Suche nach einer Wahrheitsdroge, die beispielsweise bei Vernehmungen eingesetzt werden sollte. Schon Junge, eigentlich echt voll geil. Stell dir vor, du wirst einfach vernommen und bist auf Emma, Alter. Ich glaube, ich würde alles sagen, Digga. Ich würde die Leute da einfach kuscheln. Und wird dann einfach komplett Real Talk mit den Quatschen, Alter. In den 70ern erkannten Therapeuten das Potenzial von MDMA bei der Behandlung von psychischen Erkrankungen. Damals versuchten sie, MDMA möglichst im Untergrund zu halten, weil man vermeiden wollte, dass es wie andere Substanzen verboten wird. Ohne Erfolg. 1986 wurde MDMA in Deutschland verboten. In den 80ern... Aber krass, ne? Gar nicht so lange her eigentlich, ne? Wenn du überlegst, es war einfach vor Dings, ne? Seine ganzen... Die nehmen sehen... Was? Tim liegt seine ganzen WhatsApp-Chats, die nehmen sehen darf. Dann verbreitete sich MDMA als Freizeitdroge zunächst in texanischen Nachtclubs gesehen, und später vor allem als Ecstasy in der Wave- und Techno-Bewegung. Bis heute wird MDMA am häufigsten in der Umgebung von Waves konsumiert. Bevor man irgendeine Droge nimmt, sollte man sich natürlich gut vorbereiten. Boah, ich persönlich muss sagen, also ich feiere MDMA gar nicht irgendwie in so Clubs oder Feiern oder sowas. Ich weiß nicht, ich persönlich bin eher so der Redner. Weißt du, so irgendwo chillen, Digga, so genießen, so ein. Irgendwo zu Hause zum Beispiel, weißt du, du kannst die Musik anmachen, die dir gefällt, du kannst die Erfolgetränke holen, die du dann alle am Start hast und musst da nicht irgendwelche vor drei Auswahl irgendwelche Drinks von dem Club nehmen oder so. Du kannst halt genug in Ruhe quatschen, so. Gleichzeitig kann man aber auch tanzen und Musik lauter machen, wenn man halt Bock hat, so. Ich weiß, ich bin nicht so der Typ, der dann Clubs geht. Das feiere ich gar nicht, Mann. Aber es gibt verschiedene Faktoren, die den Trip beeinflussen. Aber ich feiere auch Clubs generell nicht. Also auch so würde ich nicht in Clubs gehen, ne?
Mir geht es gut, ich bin gesund und ich habe mich echt ausführlich auf das Experiment vorbereitet. Also ich habe mich echt wochenlang mit dem ganzen Thema beschäftigt. Deswegen weiß ich ganz gut, was auf mich zukommt. Außerdem habe ich mir die nächsten Tage freigenommen. Warum das eine wirklich gute Idee war, erzähle ich euch später. Es gibt aber auch Menschen, die kein MDMA konsumieren sollten. Ja, das sind einmal die mit den schweren körperlichen Erkrankungen, Herzerkrankung, Lebererkrankung, Nierenerkrankung. Die können da viel schneller ein Problem bekommen. Und dann natürlich Menschen, die vielleicht psychiatrische Erkrankungen haben, wie zum Beispiel Depressionen, besondere Ängste, denen würde ich dringend davon abraten. Setting. Auch wenn MDMA vor allem als Partydroge genutzt wird, habe ich mich für ein ruhiges Setting entschieden. Einfach damit ich... Chips und Kekse. Ich weiß nicht, Bro. Ich habe also noch nie, wo ich auf MDMA war, ich mir gedacht, oh, Digga, jetzt Chips, Alter. Ich nicht abgelenkt werde und mich voll und ganz auf die Wirkung der Substanz einlassen kann. Außerdem bin ich bei dem Trip natürlich nicht alleine, sondern ich habe Menschen dabei, denen ich vertraue und die auch schon Erfahrungen im Umgang mit MDMA haben und dementsprechend auf mich achten können. Junge, ich habe gerade so Blähungen. Ich weiß nicht, ob man das im Video hört, deswegen, falls man es nicht gehört hat, wisst ihr wenigstens Bescheid. Immerhin hat der Fruchtsaft, ja, mein Digga, Saft schmeckt richtig. Wir haben uns für ein entspanntes Setting entschieden, das heißt, wir haben ganz viel Essen eingekauft, sind zu dritt, haben gute Musik und Licht und ich bin sehr gespannt. Substanz. MDMA wird hauptsächlich in Tablettenform als Ecstasy oder in kristalliner Form gehandelt. Das Problem dabei ist, dass der Wirkstoffgehalt super stark variieren kann. Also während das so zu den klassischen Techno-Szene-Zeiten in den 90ern, so eine Pille, sowas wie... Er hat ein Licht, ja heftig. Maximal 100 Milligramm MDMA enthalten hat, ist man mittlerweile bei 150, 170 Milligramm im Durchschnitt. Es gibt auch durchaus welche, die noch viel höher dosiert sind. Es wurden in letzter Zeit sogar schon Pillen entdeckt, die fast 400 Milligramm MDMA enthielten. Das ist problematisch, weil empfohlen wird, nur ca. 1 bis 1,5 Milligramm MDMA pro Kilogramm Körpergewicht zu nehmen. Und 150 Milligramm. Ja, vor allem, guck mal, das ist halt auch so dumm eigentlich wieder. Also, MDMA, das habe ich in dem Video auch schon gehört, ist zum Beispiel 10-mal ungefährlicher als Reiten so. Und wenn du es halt einfach legalisieren würdest, zumindest, also du musst es jetzt ja nicht so, dass sich das einfach jeder kaufen kann, sondern dass man das unter bestimmten Auflagen kriegt oder sonst irgendwas so. Ist halt, also das Problem dadurch, dass es halt nur auf dem Schwarzmarkt erhältlich ist, ist halt genau sowas. Also wenn wir das genommen haben, haben wir immer vorher gecheckt, was für Pillen das sind. Die haben ja immer irgendeine Prägung. Du kannst es ja eigentlich immer googeln so. Und weil es hat ja auch keiner Bock, sich da eine Überdosis zu geben, so, ne? Aber es ist halt echt, ja, dumm. So, dadurch, dass es halt einfach verboten ist, treibt man sowas halt in die Höhe, ne? Weil die Leute ja sagen, jo, je härter, desto besser quasi. Ne? Das ist ja, mit Gras ist es ja halt genau das Gleiche, so, ne? Bei Gras zum Beispiel ist es ja auch so, dass der THC-Gehalt immer weiter nach oben geht und der CBD halt immer weiter nach unten. So, ne? Weil klar, die Leute wollen sich immer überbieten, die wollen das heftigste Zeug haben und. Und das ist ja bei MDMA halt genauso. Ne? Klar kannst du deine Pillen mit 100 Milligramm anbieten, so, würde aber wahrscheinlich keiner kaufen, wenn man fürs Gleiche, wenn man für den gleichen Preis halt mehr bekommt. Und das ist halt so dämlich. Also, Kern, du bringst halt im Endeffekt Leute in Gefahr, einfach nur, indem du es halt illegal hältst. Und es macht ja keinen Sinn. So, man kriegt es ja trotzdem. So, es ist ja nicht mal so, dass es jetzt irgendwie schwer ist, da ranzukommen oder so. Wo man jetzt im Durchschnitt liegt, wäre schon eine Überdosierung. Die Empfehlung heutzutage ist eher, auf keinen Fall eine ganze Pille auf einmal zu nehmen, wenn man es denn ausprobieren will, sondern es erstmal mit einer höchstens einer halben zu versuchen. Eine der größten Gefahren beim MDMA-Konsum ist die Überdosierung. Aber was passiert dabei? Kann dann ziemlich arge Auswirkungen haben im Sinne von einer noch stärkeren Beschleunigung des Herzschlages, noch stärkerer Blutdruckanstieg, womöglich auch noch Angstqualitäten, die dann auftreten und entsprechende ungünstige Gedanken. Ja, es gibt auch. Also neben diesem Drug-Checking, die man sich, glaube ich, auch bestellen kann, gibt es, ich glaube in Berlin oder so ist das, so ein Drogenbus, glaube ich. Ich weiß gar nicht, Digga. Jetzt will ich mal gucken hier. Drogenbus Berlin oder so? Oder auch in Köln? Ich weiß gar nicht. Ich meine, dass man da seine Sachen, also ich weiß jetzt nicht, ob das der Drogenbus ist, aber es gibt auf jeden Fall, du kannst an einem Ort deine Drogen abgeben und die werden einfach nur getestet nach Unreinheiten und dann bekommst du es wieder. Also du kannst da eine Pille hingeben, dann nehmen die sich was davon, gucken, ob da Unreinheiten drin sind und sagen dir dann, jo, das ist rein, das ist nicht rein, das ist gestreckt oder nicht gestreckt. Und sowas zum Beispiel ist halt mega gut, ne, weil es ist ja so, das Gefährlichste an MDMA ist halt, dass die Pille gestreckt sein könnte, je nachdem, wo man die halt geholt hat. Und ja, das ist halt, dann kann man das halt wenigstens abchecken lassen, ne. Ist das nicht illegal? Ich meine, nee.
Also es ist, ich weiß nicht mehr, wo es war. Ich habe es irgendwo mal gelesen, dass man das machen kann. Aber ich weiß es nicht. Kranken und sowas, es sind auch schon vereinzelt Zusammenbrüche beobachtet worden. Bei starken Überdosen sind auch tatsächlich schon tödliche Ausgänge beobachtet worden. Aber die sind sehr selten. In der Regel verkraftet der menschliche Organismus bis zum Zehnfachen auch der Dosis, ohne davon dauerhafte Schäden zu bekommen. Unter Umständen ist aber auch, Alter, eine Krankenhaus. Stell dir mal vor, wenn du 1 Gramm pro Körpergewicht nehmen sollst, müsste ich 80 nehmen und ich würde das 10-fache überleben. 820, Digga. Das ist ein Behandlung dann erforderlich. Auch wenn MDMA meist einen relativ hohen Reinheitsgrad von 80-90% hat, können in den Tabletten oder im Pulver auch andere Substanzen oder Streckmittel beigemischt sein. Von außen kann man das nicht erkennen. Man weiß also nie genau, was man bekommt und welche Nebenwirkungen eventuell auftreten könnten. Das ist natürlich ziemlich gefährlich. In anderen Ländern gibt es deswegen Drug-Checking-Angebote. Drug-Checking bedeutet, dass man als Konsument oder Konsumentin eine kleine Menge von den Drogen, die man gerne konsumieren will, abgibt, um sie chemisch analysieren zu lassen, um dann festzustellen, ob vielleicht der Wirkstoffgehalt besonders hoch ist oder ob irgendwelche giftigen Beimischungen drin sind, um einfach zu verhindern, dass man sich komplett überdosiert oder vergiftet mit diesen Drogen. Das gibt es in vielen europäischen Ländern, auch in vielen Nachbarländern. Also ich kann jetzt mal aufzählen, Holland, Belgien, Luxemburg, Österreich und der Schweiz, also alles Nachbarländer von Deutschland gibt es das schon längst, nur in Deutschland leider noch nicht. Okay, Drug-Checking ist für uns also keine Option. Ja gut, dann war das vielleicht doch nicht Deutschland. Aber ja, ich verstehe, wie gesagt, nicht, warum es das halt nicht gibt, weil ganz ehrlich, du kannst Leute, also ich verstehe generell auch den Sinn nicht dahinter, warum man erwachsenen Menschen sowas verbieten sollte. Und man muss natürlich dann auch wieder die Frage stellen, warum ist Alkohol erlaubt? So, es macht einfach überhaupt keinen Sinn. So, Alkohol ist halt in jeder Dings schädlicher, als wenn du halt wirklich reines MDMA hast und das halt auch, sag ich mal, vernünftig nimmst. Nicht so, wie man sich das vorstellt, dass du in den Club gehst und erstmal 4 Teile dingerst oder so. Es wird Drug-Checking in Berlin geben, die Gelder sind dafür bereitgestellt worden. Okay, gut, das wusste ich halt nicht. Ich hab's irgendwo mal gelesen, das ist wahrscheinlich aber irgendwie im Ausland gewesen, wahrscheinlich Niederlande oder so. Und ich meine, im Endeffekt nimmst du es halt sowieso, dann versuch doch wenigstens, dass die Leute halt reines Zeug nehmen. Dass die halt wenigstens sicher sind, wenn die das schon machen, so. Weißt du, das verstehe ich halt nicht. Was man aber machen kann, ist nach Drug-Checking-Ergebnissen von anderen Ländern im Internet zu schauen. Es gibt nämlich verschiedene Webseiten und Apps, bei denen man nach Pillen suchen kann. Und dort findet man Ergebnisse von Untersuchungen. Digga, 260, Alter. Vor allem das Ding ist ja auch, was daran ja auch gefährlich ist, selbst wenn du jetzt sagst, okay, ich nehme nur eine Ecke oder so, das kann ja auch sein, dass da einfach 50 davon drin sind. Kann ja sein, dass da 10 von drin sind oder 50. Ne? Den Ergebnissen sollte man aber vorsichtig sein, weil das Problem dabei ist natürlich, dass Pillen, die gleich aussehen, trotzdem unterschiedliche Substanzen oder Dosierungen enthalten können. Also gar nicht so leicht, das Risiko zu minimieren. Um trotzdem so sicher wie möglich zu sein, haben wir uns noch ein MDMA-Testkit gekauft. Der Reinheitstest soll zumindest Aufschluss darüber geben, ob es sich bei der Substanz Genverteil kannst du ja gar nicht safe sagen. Tatsächlich um MDMA handelt und ob irgendwelche Warte, was hat er sich gestellt? Geben, ob es uns noch ein MDMA-Testkit Risiko zu minimieren. Um trotzdem so sicher wie möglich zu sein, haben wir uns noch ein MDMA-Testkit gekauft. Der Reinheitstest soll zumindest Aufschluss darüber geben, ob es sich bei der Substanz tatsächlich um MDMA handelt und ob irgendwelche Streckstoffe enthalten sind. Kleinere Verunreinigungen kann der Test aber nicht anzeigen und auch über die Höhe der Dosierung kann der Test wenig aussagen. Solche Kits helfen also nur für eine grobe Einschätzung, aber besser als nichts. Das Ergebnis sieht gut aus. Ich werde eine mittlere Dosis nehmen und die auch nicht mit anderen Substanzen kombinieren. Mischkonsum ist nämlich deutlich gefährlicher. Gibt es tatsächlich bei Amazon direkt als Raffling reinballern. Was ist denn dazu, dass man trotzdem immer wieder liest, dass Ich habe jetzt gerade mal geguckt, ich habe nur so kleine Fläschchen gesehen mit Flüssigkeit, aber jetzt nicht sowas wie, was er da hatte. Todesfälle im Zusammenhang mit MDMA gibt. In England hat ja mal ein mutiger Professor sachlich korrekt behauptet, dass MDMA einnehmen etwa 10-mal so ungefährlich ist wie Reiten. Tödliche Komplikationen Arena, sind extrem selten. Arena, aber Dankeschön für die sind in der Regel durch Überanstrengung und ungünstige Kombinationen von Substanzen bedingt, kommen aber in ganz seltenen Fällen auch vor, wenn Leute nur eine Tablette einmal genommen haben. Wir hatten hier gerade in der Niedersachsen unlängst einen Fall vor einigen Tagen, wo also ein Mädchen was zu Da hat aber auch irgendwer gesagt, dass die irgendwie sturzbesoffen war oder so, als sie das genommen hat. Zwei Freunden so eine Tablette eingenommen hat, also nachher auf der Intensivstation gelandet ist, im Koma und so weiter, während die anderen nichts
da kein Problem mit hatten. Das heißt also, es gibt womöglich ganz wenige einzelne Personen, die besondere Empfindlichkeiten gegen diese Substanz aufweisen. Oh, danke schön. Kranwagenfahrer für eine Stufe 2 Sub. Vielen Dank. Vielleicht vergleichsweise an Allergien denken. Die reiten einfach gefährlicher als Drogen nehmen. Ja, Mann, Alter. Das ist schon krass eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt. Ne? Manche nehmen ein Antibiotikum, Penicillin, was Millionen Menschen vertragen und haben da eine ganz, ganz massive allergische Reaktion drauf. So ähnlich muss man sich das, glaube ich, in dem Bereich auch vorstellen, dass es also ganz seltene einzelne Personen gibt, die tatsächlich auch schon normale Dosierungen kaum vertragen. Ja, schmeckt auf jeden Fall super. Ja, mein Digga, ist richtig ekelhaft. Nach ungefähr 30 Minuten zeigen sich die ersten Effekte. Also ich glaube, ich merke so langsam, dass es losgeht. Also irgendwie meine Hände und Füße kribbeln so ein bisschen. Ich merke auf jeden Fall, dass mein Herz auch so schneller schlägt. Und es kommt so ganz weich. Ich habe so ein relativ klaren Fokus. Ja, fühlt sich gut an. Keine Ahnung, was man dazu sagen soll. Ja, ich weiß, also ich war ja, ich weiß gar nicht, vor, ich glaube, letztes Jahr oder so waren wir auch irgendwie für ein Wochenende in Amsterdam. Und da gibt es ja auch wirklich so Shops, da kannst du wirklich einfach alles kaufen, ne? Also alle möglichen Pilze, die ich noch nie gehört habe, irgendwelche Drogen, von denen ich noch nie irgendwas gehört habe, so. Und es ist ja einfach so, wenn du die Sachen halt illegal lässt und, keine Ahnung, ich habe jetzt zum Beispiel Bock, mir ja immer zu schmeißen, so, also ich würde das jetzt nicht machen, aber andere gehen jetzt einfach auf die Straße und sprechen vielleicht Leute an oder holen das einfach bei irgendwelchen Leuten, die man halt gar nicht kennt, dann ist die Chance immer, dass da Unreinheiten drin sind, halt mega hoch. So, dann verstehe ich nicht, warum man nicht sagt, ey, wir entkriminalisieren das. Ja, du kannst es halt, es gibt bestimmte Shops, die das halt anbieten dürfen. So, der Staat profitiert durch Steuern. Du weißt, dass die Sachen nicht hoch konzentriert sind, sondern du sagst, du kannst ja sagen, zum Beispiel eine Pille MDMA höchstens 50 Milligramm oder so. Das ist halt auch keine, also dass man halt mehrere Pillen erstmal schmeißen müsste, um überhaupt in die Überdosisgefahr zu bekommen, zum Beispiel. Ja, und du weißt halt, dass die Sachen rein sind, so. Ne? Aber stattdessen, weiß ich nicht, denkt der Staat sich so, nee, das machen wir halt nicht. Weil ich habe auch mit Timo gestern über so Grasverbot geredet. Ich wette, in so 30 Jahren, also Timo gesagt, ich wiederhole jetzt einfach so, 30 Jahren wird man sich bestimmt denken, so, what the fuck, warum war Gras damals eigentlich verboten? So locker wird das in den nächsten 10 oder 20 Jahren erlaubt sein und dann denkt man sich so 10 Jahre später so, hey, wie, das war mal verboten, wie dämlich ist das denn, Alter? Hoffen wir mal, dass die ganzen alten Leute da nicht mehr in der Politik sind. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass irgendwie ja, mein Gesicht sich so ein bisschen anders anfühlt. Wer Drogen braucht, um freshen Moment zu haben, ist lost. Ja, würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Das ist richtig. Man darf aber halt auch nicht vergessen, dass halt so, also Drogen verändern ja einfach so das Wahrnehmen. So, wenn du jetzt zum Beispiel, selbst bei legalen Drogen wie Alkohol zum Beispiel, ist es ja so, die Anfangswirkung ist ja, du bist gelockert, du bist offener, du bist motivierter, so, du bist gesprächiger, so dass, klar, man braucht jetzt keinen Alkohol, ich brauche keinen Alkohol, um mit Leuten zu reden, aber unter Alkohol mit Leuten zu quatschen, ist halt trotzdem nochmal was anderes einfach. Und ich meine, genauso ist das zum Beispiel mit MDMA, so. Also ich persönlich habe ja schon mit ein paar Leuten halt das genommen und ich muss sagen, also teilweise hat das halt wirklich einfach die Freundschaft zu diesen Leuten einfach verstärkt, ne, weil man da halt irgendwie anders miteinander umgeht und man irgendwie ehrlicher ist, so muss ich sagen, ne, und zum Beispiel auch Meint hat auch gesagt, er hat das halt auch mit seiner damaligen Freundin genommen, der meinte auch, danach war die Beziehung einfach komplett anders, ne, also klar, haltet euch fern davon und man braucht das nicht und ich sag mal, wenn man nur unter Drogen Spaß haben kann, so, dann läuft doch irgendwas falsch, also ich kann auch ohne Alkohol in den Club gehen, da habe ich genauso wenig Spaß mit. Aber trotzdem darf man halt nicht vergessen, ich meine, das sind ja, die Drogen verändern ja das Denken und das Sehen in dem Moment. Und dadurch hat man einfach andere Blickwinkel, sowas sollte man nicht vergessen. Aber klar, ne, mit dem Hauptding, dass wenn man wirklich Drogen braucht, um glücklich zu sein, sollte man sich Gedanken machen. Also, keine Ahnung, wenn man jetzt sein Leben komplett im Griff hat und alles läuft gut und dann nimmt man jetzt in wirklich unregelmäßigen Abständen mal was, sage ich auch so, jo, mach's halt. Wenn ich jetzt aber, keine Ahnung, arbeitslos bin, ich sitze den ganzen Tag zu Hause und baller mich jedes Wochenende weg, würde ich auch sagen, ich weiß nicht, ob das ein gesunder Konsumverhalten ist. So, weißt du, das ist immer schwierig. MDMA hat auch so eine amphetaminartige Komponente von der Wirkung her. Das heißt, das Herz schlägt ein bisschen schneller, man ist so ein bisschen... Ich kann auch ohne in den Club gehen, Alkohol zu trinken. Welche Droge findest du am unnötigsten? Also ich finde Pepper am unnötigsten irgendwie. Also es macht halt es ätzt deine Nasenschleimhaut mit der Zeit weg. Es macht dich ja auch, glaube ich, fast nur wacher. Und ich glaube, so ein bisschen konzentrierter, aufgedrehter. Keine Ahnung, da kann ich auch einen Energy trinken. Euphorisch, man fühlt sich sehr kräftig oder sowas. Das ist ein Wirkungsaspekt. Und neben der Euphorie sieht man einem auf jeden Fall auch an, dass man drauf ist. Also ich merke auf jeden Fall, dass meine Pupillen schon so ein Teller, bisschen Alter, Junge, Junge. Geweitet sind. Ja, und Nikotin natürlich jetzt. Ich bin jetzt so von den illegalen Drogen.
ausgegangen. Und irgendwie die Augen, ich habe auch die ganze Zeit das Gefühl, die Augen so voll weit aufzureißen. Wir haben einfach mal vor und während des Trips einen Pupillenreflextest gemacht und das war das Ergebnis. Auch krass eigentlich, ne, dass sie einfach so geweitet bleiben. Da soll man ja auch aufpassen, ne, dass man jetzt zum Beispiel nicht so in die Sonne guckt oder so. Also man nimmt das ja eher abends, aber generell nicht so im Licht schauen. Und was ich auch so ein bisschen merke, ist so ein gewisser Tatendrang. Also ja, so als hätte man so Hummeln im Hinterkopf. Ja, aber auch diese Teller, ey. Ach, alle schmeißen, keiner isst. Dann irgendwie, meine Beine wollen sich bewegen quasi. Okay, größer also, als meine so fühlt sich das ein bisschen an. Dieser Bewegungsdrang hat dazu geführt, dass ich gar nicht mehr ruhig auf der Couch sitzen bleiben konnte und die anderen auch nicht. Alle wirbeln so rum irgendwie, ne? Man ist so ein bisschen hibbeliger. Wir sind dann erstmal einfach alle so ein bisschen durch die Wohnung gelaufen und haben uns bewegt. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man gerne tanzt, dann auch Lust bekommt zu tanzen. Was man auf jeden Fall aussagen muss, ist, dass die Zeit irgendwie viel langsamer fällt. Ich muss da zum Beispiel auch sagen, also bei mir ist es auch eigentlich so, ich bin so gar kein Tänzer, ich kann auch überhaupt nicht tanzen, aber wenn du drauf bist, dann denkst du so, ja, tanzen, Digga, eigentlich mega geil, Digga, sich bewegen und so, das ist schon, komisch auf jeden Fall, also ich weiß auch, wie ich aussehe, wenn ich tanze und es ist halt, kacke, aber ich sehe das genauso, man hat einfach Bock, sich so zu bewegen, zu quatschen, zu tanzen, solche Sachen. Geht, also irgendwie ist es jetzt erst Musik ist weniger auch immer, als zwei Stunden her, dass ich das MDMA genommen habe. Aber was ich auf jeden Fall sagen muss, wir haben sogar mal für irgendeine Party, haben wir mal so eine Playlist dann gemacht für den Abend. Also das lohnt sich übrigens nicht so. Weil, keine Ahnung, du denkst dir halt, wenn du nüchtern bist, denkst du dir so, boah, drauf ist der und der Song bestimmt richtig geil. Und dann bist du drauf und dann denkst du dir so, nee, keine Ahnung, Digga, der Song ist es ja mal überhaupt nicht so. Ja, Rammstein zum Beispiel würde ich da nicht reintun. Aber wie gesagt, nehmt es am besten einfach gar nicht. Wie, ja, viel mehr Zeit, weil auch so viel passiert ist, glaube ich, schon in der Zwischenzeit. Dann haben viele Menschen so eine Art Malen mit den Zähnen, was manche auch nachts haben, dass man also unwillkürlich die Zähne so ein bisschen hin und her bewegt, aufeinander bewegt. Das kann auch mal zu Schäden führen bei höheren Dosierungen. Der Kiefer fühlt sich auf jeden Fall komisch an, ne? Irgendwie so angespannter als normalerweise. Ein Sonderproblem, was bei therapeutischen Anwendungen gar nicht auftritt, aber bei Tanzen häufiger auftritt, ist, dass Menschen keine genaue Wahrnehmung mehr davon haben, dass sie eigentlich Durst haben, weil sie die ganze Zeit intensiv getanzt haben, sehr viel geschwitzt haben und eigentlich was trinken müssten und das dann nicht merken und dass dann womöglich auch getanzt wird, bis man zusammenbricht. Auch das ist sehr selten, kommt aber in Ausnahmefällen vor, insbesondere auch bei Leuten, die sich damit nicht auskennen und das dann einfach unterschätzen. Er ist einfach was krank, Alter. Das ist mutig, das muss ich sagen. Das ist schon echt mutig. Ja, ich finde, das mit dem Trinken ist echt so das Einzige, wo ich mir auch immer Sorgen mache, so dass man irgendwie hydriert oder so. Ne? Weil, keine Ahnung, ist jetzt, kommt ja auch immer drauf an, was du machst und wie du bist und so. Aber mit Leuten, mit denen ich das nehme oder die grundsätzlich dabei sind, da erinnern wir uns eigentlich irgendwie immer gegenseitig. Also ich weiß nicht, das Ding ist so, ich zum Beispiel habe immer, wenn ich irgendwas ausprobiert habe, hatte ich immer so die Sorge, dass man nicht mehr so man selbst ist. So, versteht ihr, was ich meine? So quasi, wenn ich jetzt so MDMA nehme, dass ich halt so drauf bin, aber mich selber gar nicht so wahrnehme, dass ich jetzt irgendwie drauf bin, sondern so eine andere Person werde. Aber so ist es halt gar nicht, sondern man ist halt immer noch gleich, nur man merkt halt so, jo, ich bin halt drauf quasi so. Und ich weiß nicht, deswegen, also wir haben bisher immer extrem drauf geachtet einfach. Also wir haben, glaube ich, fast immer zu viel getrunken. Weil, keine Ahnung, keiner will sich ja irgendwie jetzt, also keiner von uns nimmt das ja, um irgendwie der Realität zu entkommen oder so. Deswegen ist man sich auch von Anfang an den Gefahren irgendwie bewusst und blendet die irgendwie nicht aus. Wir sagen ja nicht, oh, jetzt nur einen geilen Abend haben, sondern klar, ist immer noch eine Droge und man muss halt aufpassen, so, ne. Ja, klar, und zu viel trinken sollte man auch nicht, ne. Also muss natürlich immer so ein bisschen die Wiege halten, aber das Problem hatte ich halt noch nie. Aber ich finde, sowas ist halt auch wichtig, ne. Wenn du halt mit Leuten nimmst, denen das halt einen Scheiß interessiert, so, denkst du dir auch so, ja, aber eigentlich denkt man, also eigentlich normalerweise, denke ich mal, denkt man dran. Aber kommt auch immer auf die Menge an. Ne? Ich habe auf jeden Fall voll das Pappmaul irgendwie. Also ich habe das Gefühl, da ist gar kein... Hast du auf einem Chip mal irgendwas ausgeplaudert, das du nüchtern niemals sagen würdest oder niemals gesagt hättest? Nö, eigentlich nicht. Also keine Ahnung. Natürlich, ich sag mal, man redet auf MDMA natürlich vielleicht über Themen oder auch tiefergehend über Sachen, über die man so vielleicht jetzt nicht unbedingt reden würde. So, ich habe zum Beispiel selber so überlegt, was mir generell aufgefallen ist, jetzt nicht so mit Drogen, sondern allgemein im Leben. Wenn jetzt zum Beispiel einer meiner Kollegen irgendeinen Fehler macht oder so, dann sage ich ihm das so. Dann habe ich kein Problem zu sagen, ey, das war gerade voll scheiße von dir.
Aber irgendwie gleichzeitig kommt man nicht einfach mal hin und sagt, ey, geiler Typ, Digga, danke, dass du mein Freund bist. Oder ey, geil, wie du das und das gemacht hast. So, versteht ihr, was ich meine? Ich habe so das Gefühl, so Leute zu kritisieren, ist halt viel, viel einfacher, als Leute zu kritisieren, ist viel, viel einfacher, als einfach mal ein Lob irgendwie dazulassen. Das ist irgendwie voll komisch. Wollte ich einfach nur generell mal loswerden. Und unter Alkohol habe ich, glaube ich, schon eher mal Dinge gesagt, wo ich mir hinterher auch so dachte, ach du meine Güte, Digga, was habe ich da gemacht, ey. Also safe. Lustigerweise, ey. Keine Flüssigkeit mehr drin, auch richtig anstrengend, mein Kaugummi zu kaufen. Digga, wie aber auch. Also ich, Digga, Junge. Ach, nee, warte, jetzt bin ich zu weit zurückgegangen. Ich habe auf jeden Fall voll das Pappmaul irgendwie. Also ich habe das Gefühl, da ist gar keine Flüssigkeit mehr drin, auch richtig anstrengend. Digga, wie kann man denn so drauf sein, Digga? Ich zu meinem Kollege, yo, Bro, bist nicht cool, mein Kollege, bist du schwul? Anstrengend, mein Kaugummi zu kauen. Also sag mal, echt, hast du den ganz aufgegessen, den Keks? Ich finde, das ist so trocken und ich habe auch gar keinen Hunger, muss ich sagen. Also das ist schon so ein Ding. Man kann sich ab und zu zwingen, irgendwie mal eine Traube irgendwie zu essen. Aber wirklich Hunger oder Appetit habe ich tatsächlich gar keinen. Aber ich bemerke nicht nur körperliche Effekte. Das hat eine bestimmte Wirkung, die damit zu tun hat, dass es sehr, sehr stark einen bestimmten Neurotransmitter. Man merkt, Matulik ist sonst immer der nüchterne, brave Boy. Substanz ausschüttet im Gehirn, nämlich das Serotonin. Ich finde es auch mal cool, so zu sehen, wenn so andere das erste Mal nehmen, wie zum Beispiel er jetzt in dem Dings. Weil ich habe das ja auch irgendwann das erste Mal genommen und dann kann man sich halt entweder da so hineinversetzen oder halt nicht. Also bei mir war das so, wo ich das erste Mal draufgekommen bin, mir war richtig schlecht auf einmal. Also wirklich, ich hatte so Schweiß, mir war so richtig warm, so richtig Bauchschmerzen, was ich halt habe, wenn ich mich übergebe. Und ich dachte so, jo, ich gehe kurz auf Toilette. Bin ich gerade auf Toilette gegangen, habe in den Spiegel geguckt, auf einmal so klack, war ich richtig gut drauf. Also mir war auf einmal richtig gut. Und auf einmal, ich bin wirklich rausgegangen, so ins Wohnzimmer. Ich hab so geklatscht, meine so, Jungs, wir gehen jetzt raus, wir tanzen jetzt, Alter. So richtig komisch, ey. Das sind so Dinge, wenn du das irgendwie mal gefilmt hättest, Mann, das wäre so geil gewesen, Mann. No joke, Alter. Das war halt geil. Aber ja, schön, wenn Tomatolix, wenn dem da nicht schlecht war, dann ist das ja. Dazu, dass in der linken Hirnhemisphäre, in der linken Hirnhälfte, das Furchtzentrum deaktiviert wird. Das führt nicht dazu, dass sie in irgendeiner unguten Weise hemmungslos sind, aus dem Fenster springen, vors Auto laufen etc., weil sie keine Angst mehr haben, sondern es ist eher so, dass quasi ihre Innenwahrnehmung nicht mehr so stark durch ihre Ängste und vielleicht auch neurotischen Befürchtungen überlagert ist, sondern das ist quasi weg. Und dadurch. Also Substanzen, das Bewusstsein erweitern, denkt man auch eher nach als auf Drogen wie Alkohol, die einen betäuben. Das würde ich sogar tatsächlich sagen, weil wenn ich jetzt echt mal so drüber nachdenke, wie ich so Gespräche im Vollsuff habe, also wenn ich wirklich betrunken bin und Gespräche über MDMA, dann ist das irgendwie, also unter MDMA ist es quasi normal, nur halt, dass du drauf bist und viel tiefer gehender, aber es ist nicht so, dass du halt einfach so besoffen, so ey, du bist mein allerbester Freund hier, ja, so und so ist das. Das ist irgendwie halt einfach anders, ne? Stimmt eigentlich, ne? Wie oft hast du MDMA genommen? Boah, keine Ahnung, 5, 6 Mal oder so? Ich weiß es nicht, Mann. Ich habe keine Strichliste geführt. Kommt es zu so einem freieren Empfinden seiner selbst, also ohne viel Angst? Also die entängstigende Wirkung ist neben der euphorischen Wirkung eigentlich die Hauptwirkung von MDMA und macht auch dieses Kommunikationsbedürfnis aus, was dann so ein bisschen ungehemmter quasi zutage tritt, weil die Ängste in den Hintergrund treten. Ich bin sonst eigentlich ein eher ruhiger Typ, aber bei dem Trip habe ich einen regelrechten Rededrang gespürt und die anderen auch. Das hat dazu geführt, dass wir super viel und super schnell miteinander geredet haben und so von einem Thema zum nächsten gesprungen sind. Wir haben einfach vor allem super interessante Gespräche über alle möglichen Themen, auch wenn es manchmal so ein bisschen hin und her abschweift. Das war so, als wären die Gedanken irgendwie schneller und mir fiel es ehrlich gesagt auch so ein bisschen schwer, lange mit der Aufmerksamkeit bei einem Thema zu bleiben. Und was auch super spannend war, war, dass die Gespräche ziemlich schnell ziemlich tiefgründig geworden sind. Ja, also wir haben über sehr intime Dinge gesprochen, über die man im Alltag nicht so häufig spricht und hatten keine Probleme damit. Ganz im Gegenteil, ich hatte sogar eher den Drang, über solche persönlichen Themen zu sprechen. Ja, Mann, Digga, es ist halt echt so, Mann, das ist echt krank, ey. Ja, bevor hier übrigens irgendwelche Falschsachen irgendwie in die Kommentare geschrieben werden, also bitte kein Mischkonsum. Also man sollte da dann vielleicht bei einer Sache bleiben. Also eigentlich sollte man gar nichts nehmen, wenn man es genau nimmt. Das ist schon richtig. Ich hatte mal, schon länger her, und da haben wir auch was genommen gehabt.
Und dann war es irgendwie schon relativ morgens so, man ist schon so langsam runtergekommen, war auch gleichzeitig voll müde, Digga, ich konnte einfach irgendwie dem Gespräch nicht mehr so folgen, weil ich so K.O. war. Irgendwie ein Kollege fragt mich was und ich so, ja, genau, das ist so, was hast du gerade gesagt? Und das so locker 20 Minuten oder so, so richtig komischer Knockout vom Dings, Alter, das war auf jeden Fall krank. Aber ja, das mit den Gesprächen ist halt tatsächlich einfach so, ne, das kann man halt auch einfach, das kann man irgendwie nicht vergleichen, ich weiß nicht so. Das ist einfach anders. Aber es war jetzt nicht so, dass ich nicht kontrollieren konnte, was ich erzähle. Ich war die ganze Zeit klar und mir der Situation vollkommen bewusst. Aber ich hatte keine Angst. Aber weißt du, so das Ding ist auch, geil ist, ich habe mir ein iPhone 12 Pro Max bestellt und eine Hülle bei Apple. Meine Hülle ist da. Mein Handy wird irgendwie in 1 bis 2 Wochen versendet, wo ich mir die Frage stelle, warum schicken die mir schon das Case? Können die damit nicht warten, bis ich auch das Handy habe? So, das triggert einen richtig. Du siehst es den ganzen Tag. Und du kannst halt nichts machen, weil du hast halt kein Handy so, ne? Aber du siehst es den ganzen Tag. Warum jetzt doch iPhone? Ich finde die Kamera einfach 1000-mal geiler. Gina hat ja auch ein iPhone, das 11er, glaube ich, oder so. Und die Kamera ist halt 1000-mal besser als von meinem Huawei P30. Ich weiß nicht, was ich falsch mache, Mann. Mein Huawei P30 hat so eine Kackqualität mit den Bildern, Mann. Und keine Ahnung, ich habe auch so die anderen Sachen irgendwie mal abgecheckt, die anderen Handys, aber irgendwie wird das halt nichts. Und Gina macht eigentlich immer richtig gute Fotos von der Qualität her. Und dann habe ich gesagt, okay, Bro, dann nehme ich jetzt halt einfach Apple so. Ich weiß nicht, alle sagen immer, Huawei hat so eine geile Kamera. Vielleicht auf dem Papier, ja, aber ich kann damit überhaupt nicht umgehen, so. Obwohl ich dann die gleichen Fotos mache wie Gina, aber sie sehen einfach anders aus. Ja, oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Irgendwer meinte auch, dass iPhone einfach bessere Fotos zum Beispiel für Instagram macht, weil das also weil es das richtige Format ist für Instagram, weil das extra darauf ausgelegt ist oder so. Kann auch sein, keine Ahnung, aber dann muss ich mir das ja auch holen einfach, ne? Kein Oppo-Handy. Ich habe das ein bisschen genutzt tatsächlich, aber ja, es ist halt normales Android, ist genauso gut wie das Huawei P30, aber auch da ist die Kamera halt gut, aber halt auch nicht so krass. Also nicht, dass es halt damit halt irgendwie so mithalten könnte. Und da habe ich mir gedacht, okay, Bro, dann nehme ich halt das. Mich zu öffnen und hatte einfach so ein Vertrauen in die anderen. Schlecht. Diese Wahrnehmung eigener Gefühle und die gesteigerte Selbstakzeptanz wird als entaktogene Wirkung bezeichnet und ist typisch für MDMA. Positive und negative Gefühle werden stärker und klarer wahrgenommen, Hemmungen werden schwächer. Fühlt sich so ein bisschen an hier, wie so eine kleine Therapie-Session. Wir können echt ganz gut über so alltägliche Probleme und Fragen, die vielleicht jeden von uns so ein bisschen... Digga, dieses Kaugummi-Kauen nebenbei, Mann, ey. ...beschäftigen im Moment, ganz kriegen und uns da so austauschen. Dabei hatte ich auch voll das Verständnis und Mitgefühl für die anderen. Also ich konnte mich ziemlich gut in deren Probleme oder Situation hineinversetzen und die nachempfinden. Das ist auch ziemlich typisch für MDMA. Ja, Digga, die einzigen Male, wenn ich empathisch bin. Und wird als empathogene Wirkung bezeichnet. Es wird häufig berichtet, dass das dabei hilft, Konflikte zu verstehen und zu lösen. Wir hatten jetzt keinen Streit. Das, was am ehesten daran gekommen ist, war vielleicht das hier. Der eine, der dabei ist, der redet ziemlich viel und das haben wir dem dann auch zwischendurch so gesagt und dann wird auch so ein bisschen darauf aufgepasst, dass es nicht mehr so viel ist. Also es fällt einem leichter, sachliche Kritik zu äußern und die Kritik wird dann auch nicht so persönlich genommen. Also dieses Empathische hilft dabei, die Kritik besser anzunehmen. Etwas mehr als... Ich glaube, man kann sich... unter MDMA auch eigentlich gar nicht... Man kann sich unter MDMA auch gar nicht streiten, glaube ich, Alter. Ich weiß nicht, ich hatte noch nie das Gefühl auf MDMA, okay, jetzt muss man sich irgendwie streiten oder sonst irgendwas. Man ist eher so voll im Versöhnungsmodus, so, nein, ey, alles cool, Bro, es ist so und so, feier ich, ey. Welches ist die beste Einstiegsdroge von den illegalen Drogen? Gar keine. Und vor allem sollte man das auch nicht als Einstieg nehmen. So, es ist ja nicht so, dass du jetzt irgendwie alles nehmen musst oder so, oder solltest. Ja, deswegen macht die Frage an sich halt auch überhaupt gar keinen Sinn, ne? Das hätte No Hand Gaming nehmen sollen. Genau, ja, das sehe ich auf jeden Fall halt genauso. Ne, das ist tatsächlich so, nicht? Weil ich finde es eigentlich auch ganz cool, dadurch, dass man auf MDMA halt irgendwie auch ehrlicher ist, wenn man sich auch einfach mal Kritik von den Leuten abholt. Weil man einfach mal sagt, jo, was stört euch eigentlich an mir? Weil ich sage mal, es ist ja so, wenn ich jetzt nüchtern bin, so, dann, man hat vielleicht so ein, zwei Dinge, die einen entweder vielleicht auch einfach nicht so auffallen. Oder wo man halt sagt, ja, ist jetzt auch egal, da habe ich jetzt keinen Bock drüber zu reden. Und da macht man es halt einfach so und dann ist auch cool. Und am nächsten Morgen denkt man sich so, oh ja, die waren ehrlich cool, nice. Bastarde, Alter. 2 Stunden nach der Einnahme, also so ziemlich genau zum Peak des Rausches, sind wir rausgegangen. Wir gehen jetzt ein bisschen raus und ja,
Da wird es wahrscheinlich so dunkel sein, dass ich die Kamera jetzt nicht mitnehme. Und ich glaube, es war echt gut, dass ich keine Kamera mitgenommen habe, weil ich einfach nicht mehr so darüber nachgedacht habe, dass ich gerade eine Reportage drehe und mich dadurch besser auf die Wirkung einlassen konnte. Dieser Spaziergang während des Trips hat mir auf jeden Fall am meisten Spaß gemacht, weil er einfach alle Effekte kombiniert hat, dieser Drauf rausgehen, dümmste Idee. Nein, Mann, ich finde drauf rausgehen einfach unglaublich geil, Mann. Bewegungsdrang wurde gestillt und gleichzeitig konnten wir voll gut miteinander reden. Bei mir sind die Effekte ja bisher... Das ist halt einfach echt so, ne, du bewegst dich halt, das ist halt schon mal gut. Dann draußen ist es auch meistens nicht so warm wie in der Wohnung. Kommt natürlich drauf an, wann du es halt nimmst. Was natürlich auch gefährlich sein kann, wenn du dich im Winter jetzt zu dick anziehst oder so, ne, klar, es gibt auch wieder Gefahren so, aber du bewegst dich halt und weiß ich nicht, dann hast du halt, du redest halt miteinander so von der Sicht ist es eigentlich ganz cool, weil ich finde halt auch, dass sich also Farben irgendwie so cooler aussehen einfach, das ist ja auch ganz nice, wenn du so an Laterne lang gehst oder so, also das sehe ich auf jeden Fall so. Nicht positiv. Wenn man mal was ausprobieren möchte, was sollte man dann nehmen? Naja, also kann dir hier generell keine Tipps geben, schon mal das Erste, aber im Endeffekt kann alles gefährlich sein. Ich meine, es gibt halt eine Schädlichkeitstabelle von Drogen. So, ich weiß es jetzt nicht, ich glaube LSD hat irgendwie, nee, ich glaube Pilze haben irgendwie 3 von 100, Alkohol hat 70 oder 60 oder so. Das Ding ist, wenn du dir jetzt aber Pilze holst, kann ja sonst jemand was mit gemacht haben. So. Da kann ja auch jemand Rattengift drauf gemacht haben. So. Das heißt, es gibt kein ungefährliches Ausprobieren von irgendwas, weil theoretisch kann das halt immer gestreckt sein, du weißt es halt nicht, ne? Also im Endeffekt ist es halt quasi, egal was du ausprobierst, du musst dir halt wichtig sein, dass es halt auch der Wirkstoff ist. Und klar, jetzt sowas wie Heroin oder so richtig harte Sachen, ist natürlich klar, dass das wegfällt. So, ne? Definitiv. Aber wie sieht das eigentlich? Aber wie gesagt, ich würde dir generell empfehlen, lass es einfach. Dich mit Abhängigkeit bei MDMA aus. Abhängigkeitsgefahr zum Beispiel ist äußerst gering bei MDMA. Also Leute, die jetzt wirklich täglich Ecstasy konsumieren würden, gibt es fast gar nicht. Das hat auch mit dem Wirkspektrum zu tun. Wenn Sie MDMA mehrere Tage hintereinander nehmen wollen würden, würde schon am zweiten Tag eine deutliche Wirkungsverminderung da sein und am dritten Tag... Ja genau, das ist halt auch noch das Nächste. Ne? Das ist ja, also jeder reagiert ja auf Drogen einfach komplett anders. So, das ist ja bei keinem gleich irgendwie. Ne? Das haben die ja auch gesagt. Es gibt halt Leute, die sozusagen, kann man jetzt so nennen, auf MDMA... wie heißt es denn, allergisch sind und die sterben halt, wenn die eine Tablette nehmen, weil der Körper damit nicht klarkommt. Gibt auch Leute, die können sich 50 Pillen reinschmeißen und merken wahrscheinlich kaum irgendwas. Also ist jetzt übertrieben, ne? Aber so, dass ihr wisst, was ich meine. Und genauso ist das halt auch mit Gras. So, manche kommen darauf voll klar, manche merken halt kaum irgendwas und andere kriegen halt beim ersten Mal eine Psychose, so, ne? Also von daher, gibt es halt kein ungefährliches Ausprobieren, so. Man muss sich halt auch selber einschätzen, ist man halt einer, der von sowas abhängig wird oder der da eine Psychose kriegt oder sonst irgendwas. Und psychisch habe ich so eigentlich gar keine Probleme, also habe ich halt nicht. Ne? Klar, gibt jetzt mal so stressige Momente im Leben oder so, aber ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie Depression habe oder PTBS oder sonst irgendwas. Also da bin ich zu 100% gesund und ich werde auch von nichts abhängig so. Ich meine, ich habe ja auch schon meine Momente gehabt, wo ich mal mit einem Kollegen irgendwie so ein bisschen Glücksspiel gemacht habe, wenn der da war, dass man mal einen Huni oder zwei eingezahlt hat. Wenn der mal da war und wenn der nicht da war, habe ich es auch einfach gelassen so. Ne? Und genauso auch mit allen anderen so. Ich hatte ja auch schon mal Phasen, wo ich halt öfter Alkohol getrunken habe zum Beispiel. Auch das so, dann hat es sich irgendwann nicht mehr ergeben und dann habe ich es halt nicht mehr genommen. Ich hatte auch Phasen, wo ich 3 oder 4 Mal die Woche gekifft habe so und dann hat sich das halt auch nicht mehr ergeben und dann war das halt einfach. Ne? Also ich zum Beispiel werde halt nicht so schnell von Drogen abhängig. Ich kenne zum Beispiel aber auch jemanden, der hat halt einmal LSD genommen und der ist in der Psychiatrie gelandet. So, ne? Den habe ich da einmal besucht. Den geht es jetzt wieder gut. Soweit ich weiß, habe keinen Kontakt zu ihm, aber das ist schon hart. Ne? Also es gibt kein ungefährliches Ausprobieren so. Na? Würden Sie nur noch das Herzrasen spüren, aber hätten diese ganzen Liebesgefühle und dieses Glücksempfinden dann nicht mehr. Es gibt aber Menschen, die so ein sogenanntes Mehrfachkonsummuster haben, die also unterschiedliche psychoaktive Substanzen regelmäßig einnehmen. Und bei denen gibt es natürlich, da die oft sowieso eine Art Abhängigkeitsneigung haben, dann womöglich auch einen abhängigen MDMA-Konsum. Aber Entzugserscheinungen oder jetzt eigentliche reine MDMA-Abhängige gibt es eigentlich nicht. Einige Konsumenten berichten auch von... Krass eigentlich, ne? Wenn man mal so guckt, also selbst so die Professoren, die da Studien zu machen, die sich damit beschäftigen und so, sagen eigentlich, wie ungefährlich das ist, wenn du es halt vernünftig nimmst und wenn du reines MDMA hast und trotzdem ist es halt verboten so.
Wem willst du das klar machen? Ich verstehe diese Drogenpolitik. Regelrechten Liebesgefühlen für andere Menschen. So extrem hatte ich das jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber wir haben uns schon ganz gut so als Gruppe gefühlt und uns auch so ein bisschen gegenseitig Komplimente gemacht. Beim Tanzen kann man vielleicht noch hinzusetzen, was man jetzt in therapeutischen Rahmenbedingungen eher nicht hat. Da ist es noch so, dass ein sehr gutes Körpergefühl auftritt. Die Leute sich also ganz toll fühlen in ihrem Körper. Frage und auch wegen mit der ganzen Gruppe gemeldet. So ein Einheitsempfinden nicht, zustande kommt, was auch von vielen sehr genossen wird und als so eine fast Alternativwelt zu dieser sonstigen Isolation und dem Konkurrieren und Rivalisieren miteinander, was ja sonst auf den sozialen Gruppen auch dabei ist, das kommt da gar nicht so auf und wird dann als sehr positiv empfunden. Viele berichten auch, dass sich gerade Berührungen besonders gut anfühlen und man richtig Lust hat zu kuscheln. Und so ein bisschen hatte ich das auch. Zum Glück hatten wir einen Hund dabei. Das ist so schön gemütlich. Er kuschelt einfach mit dem Hund. Nice, Alter. Oh, Digga, wir haben schon alle miteinander rumgekuschelt, Alter. Also, da. Was soll man sagen? Schade. Und der ist so schön weich. Ah, ja, das ist schon entspannt. Vor allem, das Ding ist, der Hund weiß ja auch einfach gar nicht, dass du drauf bist. Und für den ist das wahrscheinlich einfach der coolste Abend ever. Weil der halt einfach totgestreichelt wird, quasi. Und der feiert das halt voll. Und du feierst auch einfach nur, dass du den streichelst, Mann. Das ist einfach so die Win-Win-Situation. Aber ich weiß nicht, also ich finde das jetzt nicht irgendwie schlimm. Ich bin jetzt, also ich zum Beispiel, das Ding ist ja, jetzt wenn Mädels zum Beispiel irgendwie miteinander kuscheln, ist das ja irgendwie okay. Wenn jetzt aber zwei Jungs sich treffen oder mehrere Jungs und keine Ahnung, man ist dann halt so Kopf an Kopf oder so, dann ist das halt irgendwie so, seid ihr schwul oder was? Ich meine, ich mache das auch nicht, ich feiere das einfach generell nicht so, ne? Aber ich finde das voll krass, dass da so unterschieden wird einfach, ne? So bei Mädchen ist es halt so normal, die machen das quasi immer. Und sobald das halt zwei Jungs machen, ist das irgendwie so voll komisch, ne? Ich weiß nicht. Also wie gesagt, würde das jetzt auch nicht machen so. Mir wäre das auch irgendwie unangenehm, ich würde es irgendwie weird finden so, aber ich finde es generell nicht schlimm, wenn Leute das halt mögen, dass sie das halt machen so, ne, also hat jetzt ja keinen Nachteil oder sowas für irgendwen, nächster Bann incoming, aber so auf MDMA ist das dann schon wieder irgendwie was anderes, da denkt man so, ja man, geil, Digga, das ist cool. Das Problem ist ja auch irgendwie, das hatte ich auch schon bei den letzten Videos irgendwie. Dankeschön für den Tier 30er, welcome back, Bruder, vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Ich höre uns auch nicht so krass besonders an, dass man das jetzt irgendwie so krass beschreiben könnte. Also im Prinzip ist es ja echt einfach nur so, wir fühlen uns alle gut, sind gut drauf und haben irgendwie interessante Gespräche. Ja. Es gibt aber einen Zustand, den ihr sicher auch kennt, der so ähnlich wie ein MDMA-Rausch sein soll. Aufgrund meiner Studien, die ja doch über einen langen Zeitraum von 2 Jahrzehnten etwa wären, habe ich zunehmend festgestellt, und irgendwann hat es dann auch Klick gemacht, dass dieser Zustand sehr, sehr stark... Meine Kumpels beschwulen sich immer, wenn sie was getrunken haben. Können wir bitte beschwulen nicht sagen? Ich glaube, das ist ein ziemlich homophober Ausdruck. Aber ja, unter Alkohol habe ich auch schon ein paar meiner Freunde geküsst. Also, männliche Freunde halt, ne? Ja, weiß ja nicht, Bro, was soll man sagen, ne? Es kommt dann halt dazu. Aber nicht rumgemacht, einfach nur so ganz kurz, weißt du. Orgasmischen Zustand, also dem Zustand, wie man ihn unmittelbar nach dem Orgasmus erlebt, in diesem Zustand sehr stark ähnelt. Dass die Gefühlslage ähnlich ist, der relativ milde Erregungszustand eine gewisse Ähnlichkeit hat, die Art und Weise, wie das Gehirn aktiviert ist oder deaktiviert ist in bestimmten Bereichen, ähnelt sich sehr stark. Und die Hormone, die sich unter Sexualität und Orgasmus auch speziell nochmal verändern, insbesondere das Hormon Prolaktin, da gibt es quasi eine Identität, was den Anstieg und auch die Dauer des Anstiegs unter MDMA wie auch beim postorgasmischen Zustand angeht. Der Rauschzustand hält in der Regel 3 bis 6 Stunden an. Bei mir war das so, dass die Wirkung einfach so langsam nachgelassen hat, ich sehr erschöpft war und dann einfach irgendwann eingeschlafen bin. Wenn die Wirkung dann nachlässt, kann es sein, dass sich der Zustand von Körper und Psyche komplett umdreht. Der Morgen danach, ich muss sagen, ich fühle mich so ein bisschen matschig. Könnt ihr auf MDMA pinkeln kommen? Ja, Sex hatte ich leider noch nicht. Ich glaube, das wird auch nie was. Einmal habe ich irgendwie den ganzen Abend nicht gepinkelt und dann irgendwie erst morgens. Das hat irgendwie auch 3 Minuten gedauert oder so. Das kann auch passieren, dass man das halt nicht richtig mitkriegt. Aber sonst, man dauert halt ein bisschen, aber geht dann halt, ne? Und bei MDMA, ich habe das auch eigentlich so, dass man das halt nimmt und dann kommt man irgendwann runter und dann schläft man halt meistens einfach ein. War bei mir eigentlich auch fast jedes Mal so. Es gibt aber auch Leute, die nehmen das und kommen überhaupt nicht zur Ruhe. So, ne? Selbst wenn die jetzt so schon runter sind, können die halt einfach nicht einschlafen. Gibt halt irgendwie, kommt natürlich auch immer auf die Teile an, die man halt genommen hat. Ein bisschen leer im Kopf. Hab jetzt auch nicht so super viel geschlafen, so 5 Stunden ungefähr. Von denen ich auch immer mal wieder so aufgewacht bin und sehr oft auf Toilette musste. Ja, fühlt sich auf jeden Fall so ein bisschen leicht
verkatert an, aber ohne irgendeine Übelkeit, sondern mehr so, dass ich irgendwie komplett, ja, ein bisschen matschig und leer im Kopf bin. Ganz ehrlich, am Tag danach war Morgen danach, ja, ich weiß nicht, es gibt solche und solche. Ich hatte zum Beispiel auch mal einen Morgen. Ich habe mich halt richtig lange auf eine Feier gefreut. Und dann habe ich da halt auch was genommen, war auch ultra geil, hat mega Spaß gemacht so. Und am nächsten Tag, so gegen 12, 13 Uhr, waren halt alle weg. So, und dann dachte ich mir auch, da war ich auch irgendwie so voll down irgendwie für so 2 Stunden, weil ich mir auch so dachte, ja, du hast dich so lange drauf gefreut, der Abend war so nice und jetzt ist es einfach wieder vorbei so. Es ist einfach, alle sind wieder weg, du bist wieder jetzt alleine so. Das kann halt auch passieren, ne, dass wenn du das halt genommen hast, dass du am nächsten Tag so leicht depressiv bist oder generell so ein bisschen trauriger, weil dein Körper ja am Abend halt alle Glückshormone halt einfach ausschüttet und die sich halt dann auch erstmal wieder aufbauen müssen. Aber das hatte ich jetzt auch noch nie über, also manche sagen auch, dass das bis zu einer Woche gehen kann. Also ich hatte das da einmal für 2 Stunden oder so und sonst hatte ich auch noch nie irgendwelche Probleme mit sowas. Und ja, mit diesem Matsche sein, klar, also das Problem ist halt, wenn du MDMA genommen hast, schläfst du halt einfach nicht viel, so, ne? Und ich sag mal, wenn ich alleine, weil ich nicht zähle, nein, weil du arbeiten warst. Die Frauen, oder? So. Einfach, komm, sie geht nicht von irgendwas Sinnvollem aus, sondern einfach so, ja, ja, ich zähle nicht. Alles klar, Bro. Und genau, was wollte ich jetzt sagen? Genau, du schläfst halt einfach nicht viel, ne? Er hat ja auch gesagt, 5 Stunden so. Natürlich, also, ne, das war ja mega anstrengend, der Abend für den Körper, und dann schläfst du nur 5 Stunden so und natürlich bist du dann halt down. Also ich bin auch so tot, wenn ich nur 8 Stunden schlafe, wenn ich nichts genommen habe. Ja, deswegen sollte man dann immer erstmal chillen. Zu gar nichts mehr zu gebrauchen. Und zum Glück habe ich mir auch die Tage danach noch freigehalten. Ich bin immer noch so ein bisschen niedergeschlagen und antriebslos und ja, fühle mich auch einfach nicht so gut. Also ich bin so ein bisschen trauriger als normalerweise. Keine Ahnung, ob das jetzt wirklich am MDMA-Trip liegt. Aber wenn das so ist, dann ist das schon ganz schön krass, dass man für einen guten Abend danach sich wirklich... Savak, das war abgesprochen mit Reef. ...sich mehrere Tage lang schlechter fühlt. Das menschliche Gehirn braucht nach dem MDMA-Konsum bis zu 4 Wochen, um seinen normalen Serotoninspiegel wieder aufzubauen. Was sind so die Langzeitfolgen von MDMA-Konsum? Die Regel ist eigentlich, dass wir keine tatsächlichen Dauerschäden finden. Es sei denn, die Konsummuster sind extrem, wie zum Beispiel 2000 Tabletten genommen in den letzten 10 Jahren. Und die haben auch tatsächlich gewisse Einbußen in bestimmten Bereichen gezeigt. Wichtig ist auch noch zu erwähnen, dass es eine große deutsche Studie gegeben hat, die diese ganzen Nachwirkungen, Auswirkungen sehr genau untersucht hat. Und die hat festgestellt, dass Konsumenten, die zwischen 50 und 100 Pillen insgesamt in ihrem Leben genommen haben, in keinem einzigen Parameter, also in keiner Messgröße, von normalen Menschen abweichen. Was krass ein bisschen zeigt, ne? Dass wenn man da nicht zu hochfrequent ist im Konsum, dann scheint das doch keine wesentlichen Auswirkungen zu haben. Videos zu Drogen. Na, Digga, 100 Pillen kann man nehmen anscheinend. Themen sind leider nicht werbefreundlich, auch wenn sie der Aufklärung dienen. Mir ist es ja, aber ich finde es halt krass, dass sowas dann halt irgendwie verboten ist. Weil ich glaube auch, dass viele Leute, die daran, also die generell an illegalen Drogen sterben, jetzt nicht mal nur MDMA, sondern halt generell, dass voll viele halt auch nicht sterben würden, wenn es halt auch einfach eine richtige Aufklärung geben würde. Weil so ganz ehrlich, also ich wurde in der Schulzeit bei weitem nicht so gut aufgeklärt über die Droge wie jetzt in diesem Video. Oder halt auch, wenn du jetzt Open Mind als Beispiel nimmst, auch der klärt halt deutlich besser über Drogen auf als als die Schule bei uns immer Polizisten gekommen, so, ne? Und das ist eigentlich echt traurig, wenn man da mal so drüber überlegt, ne? Weil, ich weiß nicht, Jugendliche sind ja generell komisch und wollen mal Dinge versuchen und so, und dann wirst du von der Polizei oder generell von den Leuten auch noch falsch geschult, sag ich mal, sodass du eigentlich gar nichts weißt über die Droge, außer dass es doof ist, kennst halt nichts und wirst dann halt einfach damit ins Leben entlassen, so, ne? Es ist, also natürlich sollte man sich immer selbst vorher informieren, wie Drogen wirken und so weiter, aber es gibt auch Leute, die machen das halt einfach nicht. Und ich meine, der Staat hat auch für die irgendwie Sorge zu tragen, ne? Trotzdem wichtig, diese Themen zu behandeln. Deswegen freue ich mich sehr, dass mich Zaster bei diesem Video unterstützt. Macht ihr eine Steuererklärung? Ich weiß. Durch mit Drogen ausprobieren ist sowas auf der Liste. Vielleicht irgendwann mal Pilze, aber sonst nichts. Super nervig, macht gar keinen Spaß. Geld vom Staat einfach mit Lästern Erklärung einreichen sollen. Und das Kuhfach am und die zweite Bedeutung von MDMA sehe ich darin, dass es er sieht in der Substanz mehr als nur eine Partydroge. Die zweite Bedeutung von MDMA sehe ich darin, dass es womöglich ein stark wirkendes, therapeutisch wirkendes Mittel ist. Wenn es um die Frage geht, welche Krankheit... Jetzt habe ich schon Bock, Drogen auszuprobieren. Ja, wie gesagt, lass es einfach. Aber ja, also ich persönlich finde es halt auch schwer zu sagen, warum MDMA zum Beispiel halt verboten ist. So. Weil ich weiß, also natürlich, ne,
wie gesagt, man hat ja gehört, wenn Leute dagegen allergisch sind, du kannst ja direkt sterben so. Das sind Sachen, die gefährlich sind. Dann, es gibt ja auch einige Nachteile, die man haben kann, gerade auch durch die Dosierung und so weiter, ist natürlich richtig. Aber wenn du jetzt den reinen Wirkstoff vor dir hast, wenn jetzt ein 25-jähriger, gesunder Mann steht vor dir und hat komplett reines MDMA und sagt, soll ich das jetzt nehmen? Was könnte mir am schlimmsten passieren, wenn ich das jetzt nehme so? Was sagst du dem dann jetzt mal ernsthaft? Was sagst du ihm, um ihn davon abzuhalten? Außer halt, naja, du kannst halt dehydrieren, wenn du zu wenig trinkst. Krankheitsbilder können etwaig mit MDMA behandelt werden. So ist es so, dass gesichert ist, dass es bei posttraumatischen Belastungsstörungen in den meisten Fällen eine erhebliche positive Wirkung haben kann. Unter MDMA. Also sowas wie Koks und Heroin entkriminalisieren, ja, alles. Also ich würde jetzt Heroin oder Koks nicht in einem Laden anbieten lassen, das ist dann doch vielleicht etwas zu weit. Aber das Ding ist zum Beispiel, Heroin ist halt das Einzige, was bei Heroin tatsächlich richtig gesundheitsschädlich ist, sind halt die ganzen Streckmittel so. Ich habe da letztens eine Doku drüber gesehen, oder haben wir die im Stream sogar geguckt, ich weiß nicht. Irgend so ein Typ hat sich halt von irgendeinem Arzt immer Heroin verschreiben lassen, was dann halt zu 100% reines Heroin war, und hat sich das in so einer Zentrale da gespritzt einfach. Und der hat das auch irgendwie seit 30 Jahren gemacht und der sah aus wie jeder andere, weil der halt einfach, weil das an sich halt nicht mal so schädlich ist, ne? Also haltet euch natürlich komplett davon fern, also das geht halt gar nicht so. Aber ich würde das halt schon entkriminalisieren, weil wenn du es halt entkriminalisierst, dann kannst du halt auch solchen Leuten, glaube ich, eher helfen, als wenn die halt einfach irgendwo auf der Straße halt unterwegs sind. Weil wenn du es entkriminalisierst, dann enttabuisierst du es ja auch in einem gewissen Maße. Und durch einen öffentlicheren Austausch über solche Sachen werden auch den Leuten halt mehr Hilfen gegeben. So. Und ich meine, die Leute von der Straße wegzuholen und denen das Zeug halt einfach reinzugeben, ist zum Beispiel deutlich besser, als wenn die halt kriminell auf der Straße sich irgendwie das Geld ergaunern müssen, um es dann, um sich dann gestrecktes Zeug zu nehmen, woran die dann halt in 5 oder 10 Jahren irgendwie sterben. So. Du könntest, also damit sind halt mehrere Fliegen einfach mit einer Klappe geschlagen, wenn du das halt so machen würdest. Genau das gleiche auch mit Koks, so, ne? Ich habe ja auch das Hörbuch von Montana Black gehört und auch der hat ja Scheiben eingeschlagen, der hat Einbrüche gemacht, der hat Dinge geklaut, alles Mögliche mitgehen lassen, halt auch um seinen Drogenkonsum zu finanzieren, so, ne? Und wenn du jetzt überlegst, wenn du jetzt eine Gesellschaft hast, die halt sagt, jo, okay, du bist jetzt süchtig, Digga, können wir nichts machen, dann hier, du kriegst das Zeug halt von uns rein, nimm's, aber tu keinem anderen weh, mach halt nichts, ne? Mach nichts kaputt oder so, dann machst du vielleicht dein eigenes Leben noch kaputt und natürlich der Staat hat ein paar Kosten, aber zumindest würde dann die Beschaffungskriminalität halt aufhören. Und dadurch, dass die Leute ja dann auch da sind, kannst du ihnen theoretisch auch versuchen zu helfen halt, ne? Dass keine Leute, dass die dann sich eher helfen lassen, weil man eher so mit solchen Leuten halt in Kontakt ist, als dass du sie einfach irgendwo auf der Straße rumgammeln lässt, ne? Ja. Ja, stimmt. Und die Forschung ist halt auch unmöglich. Ne? Bei MDMA haben die ja auch gesagt, dass es halt genauso ist, dass es halt in therapiemäßig eingesetzt werden kann. LSD glaube ich auch, das soll gegen PTBS helfen oder so. Und das würde ja einfach Menschen helfen so. Ne? Also ist krass eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt. Es ist möglich, durch diese Entängstigung, dass diese, sagen wir mal, krankhaft abgespeicherten Erlebnisse nochmal wiederholt werden können oder reprozessiert werden können, sodass sie dann danach unter Umständen ordentlich im Gehirn abgelegt werden können. Wir vermuten, aufgrund der Ergebnisse, die in den 70er, 80er Jahren erzielt wurden, dass auch andere psychische Störungen mit MDMA behandelt werden. Weil du das Video nicht magst, musst du hier nicht die ganze Zeit so negativ reinschreiben. Das Video ist wie jedes andere auch zu Ende, wenn es zu Ende ist. Meine Güte, ey. Dann guck sie nicht an, wenn du damit nicht klarkommst. Können. Dazu könnte gehören Alkoholismus, dazu könnte gehören Depressionen, dazu könnten gehören neurotische Angststörungen und verschiedene Phobien, womöglich auch Sexualerkrankungen und Essstörungen. Dazu gibt krank, Digga, wenn du pädophil bist, einfach MDMA nehmen, dann bist du wieder heile. Es gibt aber bisher keine systematischen, groß angelegten Studien, sondern das wären Sachen, die man in Zukunft dann noch erforschen müsste. In den USA sind diese Studien so weit fortgeschritten, bis in die Phase 3, also direkt vor der Marktzulassung, dass wir damit rechnen, dass in den nächsten 2 Jahren eine Zulassung von MDMA zur Unterstützung von Psychotherapien in den nächsten 2 Jahren dort zugelassen wird. In Europa vermutlich in den nächsten 3 bis 4 Jahren. Fazit. Krass, Alter, MDMA, ne? Ist auf jeden Fall eine spannende Substanz. Angeleitet von einem Therapeuten kann es bei der Behandlung von psychischen Erkrankungen helfen. Du bannst auch niemanden weg, China. Was soll das? Für mich war der MDMA-Trip auf jeden Fall auch eine interessante Erfahrung, weil ich diese entängstigte Kommunikation so noch nie erlebt habe. Man muss aber ganz klar dazu sagen, dass das ohne Therapeuten keinen tiefgreifenden Nutzen hatte. Ich rate
rate euch auf jeden Fall davon ab, das Ganze nachzumachen, besonders wenn ihr noch nicht erwachsen seid, weil man bei illegalen Drogen nie so genau weiß, was man bekommt, und das kann, wie wir gesehen haben, echt gefährlich werden. Ja, vor allem erstmal das, und zweitens, wenn der Körper, also zum Beispiel, wenn du kiffst und der Körper ist noch nicht vollständig ausgebaut, dann glaube ich, entwickeln sich auch das Gehirn zum Beispiel nicht so weiter, wie wenn du halt nicht kiffen würdest. Das ist ja bei Alkohol auch so, ne? Das greift ja die ganzen Organe und so weiter an. Und deswegen soll man das ja auch nicht nehmen, wenn man halt noch jung ist, weil diese Organe werden ja noch im Wachstum geschädigt und können dann halt nicht mehr normal wachsen so. Und dann sind die halt weg. Also jetzt nicht weg, aber dann hast du halt nie so einen 100% gesunden Körper, sag ich mal. Ich kenne zum Beispiel auch einen, der ist auch 16, Digga, der trinkt halt auch gefühlt jeden Tag. So, wo ich mir auch so denke, keine Ahnung, das ist halt, es ist halt weder cool noch sonst irgendwas so. Du machst halt einfach nur deinen Körper kaputt. Keine Ahnung, wenn du 18 bist und du trinkst von mir aus einmal in der Woche ein bisschen was, okay. Also würde ich auch nein sagen, aber sage ich noch, okay, besser. Aber mit 16 fast jeden Tag ist halt dann irgendwie auch, denkst du auch so, ja, ja, Bro, was soll das werden, Mann? Wenn ihr MDMA trotz aller Risiken unbedingt konsumieren wollt, dann haltet euch bitte zumindest an die Safer-Use-Regeln. Die Links dazu findet ihr neben den ganzen Quellen. Sky, dazu habe ich übrigens was gesagt mit dem Verharmlosen von Drogen. Das Ding ist, warum Drogen halt verharmlost werden oder warum das so rüberkommt, als wenn man das macht, ist einfach, weil das zum Beispiel von der Regierung und von Leuten, die halt dagegen sind, immer als viel, viel schlimmer hingestellt wird, als es eigentlich ist. Und wenn man dann halt gegen solche Leute argumentiert, natürlich argumentierst du dann pro Droge oder es, ich sag mal, es gibt ja auch Dinge, die halt, warum eine Droge zum Beispiel nicht schädlich ist oder warum es nicht schlimm ist oder warum Cannabis legalisiert werden sollte, und die trägt man dann ja einfach zusammen. Ich habe das in meinem Video zu, hier, wie heißt sie denn, Digga? Wie heißt sie? Ja, Cannabis ist kein Brokkoli, zum Beispiel ja auch gesagt, dass das Verharmlosen würde nicht passieren, wenn man das legalisiert, weil dann könnte man Gründe für die Legalisierung nennen, aber auch gleichzeitig sagen, jo, aber es gibt auch Risiken. So, das Ding ist aber, durch diese Diskussion von wir sind einfach dagegen, weil wir dagegen sind, und dann halt die Punkte, die halt dagegen sind, kommt das halt so rüber, als wenn man das halt irgendwie runterspielt. Also ich sage selber, dass ihr lieber nicht kiffen solltet. Keine Ahnung, 99,9% wird halt nichts passieren, aber den 0,1, die es passiert, für die will ich nicht verantwortlich sein. Ja, aber trotzdem ist die Drogenpolitik halt einfach dann für den Arsch, ne? Ja. Von diesem Video in der Beschreibung. Was denkt ihr über MDMA? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wenn ihr weitere Selbstexperimente mit Drogen sehen wollt, dann schaut euch doch gerne mein Video zum Thema Magic Mushrooms an. Abonniert den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen, und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ja, nices Video, Digga. War ich auch schon gleich. Ich habe auch kommentiert. Bin ich eigentlich Top-Kommentar? Kann ich gar nicht sehen. 2600 Likes, ne, Platz 3 von den Likes her. Naja, krank auf jeden Fall. Gutes Video, Digga, kann man so zurückgeben. Also, keine Ahnung, was man da